heute GAM-Landeshauptmann Hans Niessl und der FPÖ-Landesparteihauptmann der FPÖ Johann Schürz in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt, Koalitionsverhandlungen zu führen. Die Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien seien vorbei, wobei Landeshauptmann Hans Niessl betonte, besonders mit der ÖVP keine Übereinstimmungen festmachen zu können. ÖVP-Chef Magister Franz Steindl könne keine Themen entscheiden, da er von seinem Parteivorstand keine Genehmigung habe, Entscheidungen zu treffen. Mit der FPÖ habe man einen Partner gefunden, mit dem in weiten Teilen Übereinstimmung herrsche. Es gehe jetzt nur noch um Detailfragen, so Niessl. Am Ende der Pressekonferenz sehen Sie auch die erste Stellungnahme von Franz Steindl nach der Bekanntgabe der Koalitionsverhandlungen von SPÖ und FPÖ. Ja, Herr Klubobmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben von Seiten der Sozialdemokratie das Wahlergebnis verstanden. Die Menschen haben der Koalition doch deutliche Verluste beschert. Diese Verluste sind sehr ernst zu nehmen. Wir haben das auch analysiert. Und wir sind übereingekommen nach den Sondierungsgesprächen mit der ÖVP, mit der FPÖ, dass wir in Koalitionsverhandlungen mit der Freiheitlichen Partei auch eintreten werden. Wir haben bei den Wahlen 6% verloren. Wir sind mit Abstand die stärkste Partei mit 42% im Burgenland. Und die Freiheitlichen haben am meisten dazugewonnen. Und ich finde es deswegen auch aus demokratischer Sicht für gut, dass die stimmenstärkste Partei, und so ist das ja auch in ganz Österreich und in fast allen Ländern in Europa, den Landeshauptmann stellt, beziehungsweise die Führungspersönlichkeit stellt, und dass jene Partei, die dazugewonnen hat, eben auch in der Koalition vertreten ist. Das ist ein demokratiepolitisch doch nachvollziehbarer Vorgang. Wir wissen, dass wir völlig neue Wege beschreiten, aber zwischen der SPÖ und der FPÖ, und das haben diese Gespräche auch gezeigt, aber auch schon die Kommunikation in den letzten Wochen, die immer wieder von gegenseitigem Respekt gekennzeichnet war, dass es auch das entsprechende Vertrauen gibt. Wenn man neue Wege geht, dann braucht man Vertrauen, dann muss man sich darauf verlassen können, dass der eingeschlagene Weg auch gemeinsam gegangen wird. Und ja, diese Veränderungen wollen wir zunächst mit den Koalitionsgesprächen beginnen. Und wir haben auch vereinbart, dass es ab sofort keine Parallelverhandlungen gibt, weder von der Sozialdemokratie noch von den Freiheitlichen. Und dass wir täglich verhandeln, und zwar so lange, bis es auch ein entsprechendes Ergebnis gibt, einen Koalitionsvertrag gibt zwischen Sozialdemokratie und FPÖ. Wir haben auch einige wichtige Themen bereits angesprochen, nämlich jene Themen, die die Menschen bewegen. Das ist der Arbeitsmarkt, das ist die Wirtschaft, das ist der öffentliche Verkehr. Und es hat in diesen Punkten auch weitestgehende Übereinstimmung gegeben. Und in einer Zeit der steigenden Arbeitslosigkeit hat der Arbeitsplatz, hat die Wirtschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Besser, schneller und effizienter. Das wird unsere Devise sein, das wollen wir auch umsetzen, und ich bin sehr optimistisch, dass diese Gespräche auch ergebnisorientiert enden. Ja, die Verhandlungen werden gestartet, so wie der Herr Landeshauptmann jetzt gerade ausgeführt hat, und ich bin überzeugt davon, dass es eine neue, zukunftsreiche, attraktive Politik im Burgenland geben wird. Eine Politik der Entbürokratisierung. Und eine Politik, die die Wähler auch, und das hat man ja erkannt bei den Wahlen, den Wählern entgegenkommt. Und die Verhandlungen werden natürlich auch dahingehend führen mit der Zielrichtung, dass es eine blaue Handschrift gibt. Das ist ganz klar. Das heißt, wir werden in den Verhandlungen unsere Themen so diskutieren, wie wir jetzt schon am Anfang gemacht haben. Und es ist ja so, dass es eine neue, gläserne, transparente Politik im Burgenland geben muss. Und
Ich habe ja auch den Herrn Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache davon informiert, der selbstverständlich uns Rückhalt gibt, Rückendeckung gibt und der vollstens damit einverstanden ist und uns natürlich in jeder Hinsicht unterstützt. Ich habe heute natürlich auch das Landesparteipräsidium damit beschäftigt und das Landesparteipräsidium der Freiheitlichen Partei Burgenland hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass wir in Verhandlungen mit den Sozialdemokraten gehen werden. Der Herr Landeshauptmann hat es schon angeführt, es wird keine Parallelverhandlungen geben. Das heißt, wir haben Vertrauen, wir genießen persönliche Wertschätzung, auf das lege ich wirklich Wert. Und Vertrauen bei solchen Verhandlungen hat natürlich höchste und oberste Priorität. Und dieses Vertrauen hat man bei der Sondierungsrunde heute feststellen können, dass das Vertrauen gegeben ist. Und wie gesagt, wir werden jetzt mit den Verhandlungen zügig beginnen und so rasch als möglich versuchen, zu einem Ergebnis zu kommen. Danke. Jetzt sehen Sie die erste Presseaussendung von Magister Franz Steindl von der ÖVP nach Bekanntgabe der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und FPÖ. Für uns eine typische ÖVP-Reaktion. Dass ab jetzt HC Strache über die Zukunft des Burgenlandes entscheidet, ist schon ein starker Sager. Wie wenn Johann Schürz als Landesparteichef der FPÖ nichts zu sagen hätte. Auch dass die SPÖ ihre sozialdemokratischen Grundwerte dem Machterhalt opfert, ist nicht besonders freundlich. Wir erinnern uns aber an eine ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Das wurde von Steindl nicht so hart kritisiert. Man sieht, dass Politiker oft mit zweierlei Maß messen, je nach persönlichen Befindlichkeiten.